Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal PokéDentist. Heute werden wir ein ganzes Booster Bundle, nämlich von Karmesin und Purpur Paradox Rift öffnen. Das ist das Set, was direkt nach 1.5.1 rausgekommen ist und deshalb von mir persönlich eher nicht so beachtet wurde bisher. Ich habe jetzt gedacht, um die Zeit ein bisschen zum nächsten Shiny Set zu überbrücken, kaufe ich mir hier mal so ein Booster-Bundle mit 6 Boostern drin. Dafür habe ich 30 Euro bezahlt und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, ob wir hieraus die 30 Euro zurückbekommen können. Oder auch nicht. So. Los geht's. Öffnen wir das Ganze mal. So. Nehmen wir uns die 6 schönen Booster raus. Stellen das mal hier in den Hintergrund. Öffnen wir wieder. Zu. So. Und schauen uns mal die Booster Artworks an. Wir haben hier ein sehr schönes. Ja, okay, haben wir vielleicht alle sogar. Guter Lander, also Donnersichel. Ja, schön, sehr schöne Booster. Ich würde sagen, ich fange einfach mal, stapel die mal wieder hoch als Hochstapler und nehme mir das erste Booster und fang einfach mal an. Ja, so. Blattutu, Kleptifuchs, Eosali, ein Mickrig, die technische Maschine, Schlickdri, noch eine technische Maschine, ah, aber diesmal aus heiterem Himmel, eine Reißlaus, Lokles und ein Holozekrom. Und natürlich die Basisenergie und hier für euch der Code. Zweite Booster. Hoffen wir, dass wir da ein bisschen mehr Glück haben. Boah. Und warte für euch. Machen wir natürlich den Kartentrick. Und ich sage Feuerenergie. Nein. Blattenergie. Dann haben wir hier ein Wablu. Ein Grillmack. Ein Kleptifuchs, Skorkler, Agilusa, ein schönes Pokémon, technische Maschine, ein Lokroko, Porygon Reverse, Porygon 2 Reverse und Porygon Set. Okay, das war ein Stranges Pack. Machen wir aber mal direkt weiter mit dem dritten Booster und sind damit auch schon bei der Hälfte angekommen. Ihr könnt mir mal sagen, habt ihr viel Paradox Gift aufgemacht und wenn ja, habt ihr gute Karten gezogen oder eher weniger? Die Karte nach vorne. Ihr könnt auch gerne, wenn euch das Video gefällt, ein Like da lassen oder ein Abo oder und ein Abo, wie ihr möchtet. Und ja, gern mal sagen, was ihr davon haltet. Also von dem Set. Und was haben wir jetzt für eine Energie? Ich sag Wasser. Ein Wasser. Senekt. Ein Krokel. Geht da mal ein bisschen schneller durch. Elatvino. Die Trotzweste. Okay.
Professor Antikas Vitalität als Vergangenheitskarte. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann ein Stalos Reverse und ein Holo Milotic. Ich denke, ich werde auch nicht mehr jetzt irgendwie besonders viel hier von Paradox Gift öffnen, sondern eher dann mich ein bisschen auf das Shiny Set freuen, was ja auch bald rauskommt. Wenn das Video rauskommt, müsste es noch so 2-3 Wochen dauern. Ja, und hier habt ihr einmal die Codekarte. Und jetzt habe ich natürlich den Kartentrick vergessen. Dann sagen wir mal Unlicht. So, Feuer. Feuerenergie. Ein Flurmel. Duokles. Geweiher. Maske Regen. Eine Energiekapsel aus der Vergangenheit. Mopex. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diese ganzen Vergangenheits- und Zukunfts-Pokémon so geil finde. Dann hier ein Reverse Gelatropo. Und ein Krabums Reverse noch. Und ein Holomor Pekko. Bisher gönnt dieses Booster Bundle leider gar nicht. Schauen wir mal, ob wir jetzt bei den letzten beiden Packs noch ein bisschen mehr Glück haben. Einmal die Codekarte. Und sagen, Blatt, also Pflanzenenergie. Ein Sepa. Watzapf. Krakelo. Remoraid. Vermicula. Wieder eine technische Maschine. Ligdri. Ein Zekrom Reverse. Ein Flatutu Reverse und ein Grimanzo EX. Okay. Ja, die nehme ich mit. Ist keine tolle Karte, aber immerhin besser als gar nichts. Und hier das letzte Booster. Last Pack Magic. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Einmal hier die Codekarte wie immer. Und zu guter Letzt würde ich sagen, Wasser. Nein. Ich hoffe, dass hier was drin ist. Könnte sein, muss es aber nicht. Makajaba. Andir. Forgita. Ein Zwiebs, dann hier Eisenbündel, Tekradar, Konterfänger, Snapke Reverse und Krokel Reverse und naja, okay, Frostier EX, ah. Ist okay, kann man sich jetzt, ja, freuen oder eben auch nicht, aber naja, immerhin bin ich nicht ganz leer ausgegangen. Hier nochmal die zwei Hits aus diesem Booster-Opening. Kann sie euch mal hier in der Nahaufnahme zeigen. Immerhin. Besser als nix auf jeden Fall. So. Leider nichts mit Donnersichel gewesen. Aber ja, vielleicht werde ich mir nochmal ein Booster-Bundle oder sowas holen. Oder wir warten einfach bis zum nächsten Shiny-Set. Bis dahin viel Spaß beim Pokémon-Kartenspiel öffnen, was auch immer, was ihr damit macht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!